Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5. Und zwar sind wir hier gerade mit dem guten Trevor auf dem Weg zur nächsten Mission. Crewmitglied Chefkoch für Raubüberfall freigeschaltet. Okay. Ja, wir sind auf dem Weg zu Martin Madrazo, denn der hat eine Mission für uns. Michael DeSanta hatte für einen Job empfohlen, es wäre klug zu Rancho La Fuente. Rancho, keine Ahnung. La Fuente Bianca an der Sonora Road zu kommen. Und dahin sind wir gerade auf dem Weg. Ich weiß nicht, warum Trevor hier im Helikopter am Rumdüsen ist. Auf jeden Fall hat er den gerade dabei gehabt, als ich auf ihn gewechselt habe, aber ist okay. Eine Landung wie aus dem Bilderbuch, ja. Ich habe echt Bock mit Michael dann mal einfach eine Runde Golf spielen zu gehen. Das müssen wir tatsächlich mal machen. Nehmen wir uns mal eine Folge lang frei von den ganzen Missionen, ja. Michael. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. Huh? By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. Alright. Zum Observatorium sind wir etwa in Assassin's Creed gelandet hier. Hey, let's stay in touch on the headsets. So. Okay, dann eben auf zum Observatorium. Könnte ich ja eigentlich auch Self-Radio wieder reinmachen. Mike, you there? I got some poor bastard's dirt bike. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there. To that guy's house? Understood.
Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear $2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. Ah. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him. Was ihr im Hintergrund hört, ist ein YouTuber namens Leo Miracchioli. Der hat einen YouTube-Kanal und ein eigenes Studio namens Frog Leap Studios. Und der macht saugeile Metal-Cover von irgendwelchen Songs. Und die kann man sich auf iTunes kaufen. Und das ist richtig, richtig geil. Über der krasse Typ. Spielt alle Instrumente selber ein. Brutal, ja. Checkt den mal aus. Frog Leap Studios. Gerade noch gerettet. Das ist ein ganz schön langer Weg bis zu diesem verfickten Observatorium, ja? Hoppla. Gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. So. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. I got her. Southwest of the city. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Ha! Didn't do it. Nope. Gotta take another shot. Na, verdammt. Okay. Gar nicht so einfach. Wir versuchen es noch mal. There it is. Out past downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. That'll go down next time. So. Und jetzt schaffen wir's. Komm. Jawohl. Hey, see it? Plane's coming down. Can you stay with it? Oh, hey, komm. This is flight November 9 or Charlie Echo. Our engine number 2 is blown. Roger, November 9 of Charlie Echo. Fly heading 240. Say your soul's on board. Hinterher, hinterher, hinterher. Woo.
Flight November 9 of Charlie Echo. Say your soul's on board. Two souls on board. Engine 2 totally lost. All hydraulics lost. All hydraulic systems are gone. Roger, November 9 of Charlie Echo. Where are you putting her down? We're not going to make the runway. We're going to have to ditch the son of a bitch and hope for the best. Okay, gleich haben wir ihn. We have no hydraulic systems, no elevator control, very little aileron control. Serious doubts to make your landing strip. Need to ditch. Roger, November 9 of Charlie Echo. You lost your manual flight control system. Pull your... Come on, come on, come on. Down, jawohl. They're in the dirt. Good. Get the files, and if the cousin made it, take him out. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. Hey, we crashed. Drezzo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Okay. Zurück zu Michael, wie es aussieht. Ich wollte das Ding... Jetzt dachte ich einfach, wir können damit irgendwie... Wir sollen es einfach nur so loswerden. Okay. Zerstöre den Transporter. What is this shit? So wie hat das gar nicht getan. Wir hätten das vielleicht irgendwo machen sollen, wo...
What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! Ugh. I wouldn't do. Somehow I don't believe that. So. Da waren Satanisten am Werk. Nein, das war natürlich eine Teufelsfalle aus Supernatural, ja. Ich wollte natürlich niemanden verletzen und niemanden irgendwie gefährden, sondern das war zum Schutz. Können wir eigentlich... Ist nicht so geil. Rauchen. Rauchen ist tödlich. Na, wir sollten vielleicht. Ja, geil. Ja, okay. Voll am Rumfailen hier. Was geht ab? Ach so, okay, ja. Gut. Genau, einfach stehen bleiben. Mal gucken, wie lange der das machen kann, bis der Kanister leer ist. Das ist ein krass riesiger Kanister. Einfach schön, dem zuzugucken. Das war's? Ich dachte, der geht voll ab. Noch irgendwo ein Auto, hm?
So. Dankeschön. Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! I wouldn't do. Somehow I don't believe that. Na gut, Planänderung, dann fahren wir eben zu Trevor am Betonwerk. Grand Sonora Wüste. Woohoo! Bisschen Offroad fahren hier, ja. Jetzt im Hintergrund zu hören, die Band Beyond the Black. Relativ Metal Newcomer, aber sehr geil, haben wir schon auf dem Wacken gespielt und das zweite Album ist draußen. Die Band hat sich von der Frontfrau getrennt, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Und die Frontfrau hat sich dann eine neue Band zusammengesucht und die gehen jetzt dann, sind jetzt wieder als Beyond the Black auf Tour und die machen sehr, sehr geile Musik. Where is he? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife! Oh, no! Oh, shit! The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia, she already called Shotgun. Now I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot, a little getaway, if you will, a cabin in the woods, you know what I'm saying. Trevor, so fertiger Typ einfach. Okay, irgendwie wechselt das ganz schön flott hier gerade. Good shot, good shot. Fetch, boy. Huh?
All right, man, you cool. Fetch the ball, Chop Chop. Here, over here. You hood, Chop. Get inside, Chop. Okay, die Frage ist, was machen wir jetzt? Da ist eine Devin Weston Mission, da ist Lester, da ist Beverly, der Paparazzi-Typ. Wir könnten mal gucken, was es mit diesen... Ach, ein Grasgeheimversteck, jetzt! Das ist von dem Weed-Fuzzi. Sollen wir uns das mal angucken? Oder was machen wir als nächstes? Nee, komm, wir fahren mal zu Lester. Oh, wir sind aber schon bei 27 Minuten. Schade. Ja, dann beende ich die Folge jetzt einfach und dann fahren wir eben nächstes Mal zu Lester. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, vielleicht kommt ja Philipp demnächst auch mal wieder vorbei. Und dann nehmen wir ein paar Folgen auf. Das wird supi. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.